Hallo meine Lieben, hier ist Natascha, ja, mit bereits dem nächsten Video für euch. Hier seht ihr ein Stanzset vom Action und ein Action-Kartenrolling in Creme, sage ich schon, in Craft. Und ein paar Stanzen, die ich mir sozusagen zurechtgelegt habe. Ich war mir noch nicht ganz sicher, welche ich davon benutze. Am Ende ist das diese Sherilyn-Stanze in Lila, hier links im Bild, geworden. Ich habe einfach erstmal geguckt, dass ich mir die Mattung zuschneide. Dafür muss ich mein Papier kürzen, ansonsten passt es nicht durch meine Stanz- und Schneidemaschine. Ich habe mich hier für einen schönen Grünton entschieden. Das ist einfaches, dünnes Tonpapier. Und das kurbel ich jetzt einmal durch und habe schon mal meine Mattung für meine Karte. Ich schneide mir das, was sozusagen überbleibt, der dünne Rand, der geht in die Mülltonne und das größere Stück Papier wird an die Seite gelegt und aufgehoben. Jetzt ist so ein Teil, ich weiß nicht, ob ihr damit klarkommt. Ich habe eine alte Bibel, da habe ich die Seite rausgerissen und mit der kleineren Stanzschablone mir halt die Seite zurechtgeschnitten. Ja. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Ihr könnt auch ein Stück Zeitungspapier stattdessen verwenden oder einfach ein Stempel als Hintergrund zum Beispiel benutzen. Ich benutze halt das, was ich habe. Und ich fand irgendwie zu diesem ganzen Stil passte dann so eine alte Buchseite ganz gut. Hier habe ich ein Stück weißes Aquarellpapier vom Action genommen. Auch das muss ich mir erstmal zurechtkürzen, um das durch die Schneidemaschine oder Stanz- und Prägemaschine durchjagen zu können. Ja. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe die größere der beiden Stanzschablonen genommen und bräuchte eigentlich die kleinere. Als ich das gemerkt habe, habe ich das nochmal, glaube ich, gemacht. Dann habe ich jetzt den kleineren Rahmen genommen und nochmal das Ganze durchgeschnitten. Dabei entsteht ein Rahmen, den habe ich jetzt entsorgt. Man könnte ihn natürlich aufbewahren, aber dadurch, dass ich das jetzt nicht präzise ausgerichtet habe, war mir das relativ egal. Ich hätte das eigentlich auch belassen können, weil jetzt wird das gleiche Stück Papier einmal mit dem Hintergrund gestanzt. Und wie ihr seht, das entsteht so eine Art Maschendrahtzaun. Ein, ja, ich sag mal, ein Muster. Da das sehr filigran wäre, auf das Papier zu kleben, habe ich mich entschieden, naja gut, wir können auch aus beiden Stanzschablonen, die wir vorher benutzt haben, auch den passenden Rahmen stanzen. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass der Abstand links oben und links, rechts und unten auch komplett gleich ist. Ich habe mir die ausgestanzten Elemente an die Seite gelegt. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Besser haben als brauchen. Und ich bin ja sowieso schlecht mit Entsorgen und bewahre alles auf, was man immer noch verwenden kann. Hier hantiere ich so ein bisschen und damit ich mir sicher sein kann, dass das halt auch wirklich halbwegs vernünftig auch ausstanzt, klebe ich mir das Ganze mit Klebeband fest und habe jetzt einen Rahmen. Natürlich wird der Rest nicht weggeschmissen, wird auch aufgehoben. Die Stanzelemente kommen zurück in die Folie. Und auch die Reste vom Aquarellpapier, die hebe ich separat auf, weil ich die halt öfters zum Stanzen verwende. Und da ist sogar der letzte Zentimeter noch irgendwie zu was gut. Ich habe das Tiki Glue vom Action in eine kleine Dosierflasche umgefüllt. Und damit fange ich an, hier den Rahmen oder quasi nur am Außenrand Kleber zu verteilen, um den Rahmen jetzt da drüber zu kleben und stelle fest, ah ja, das ausgestanzte Element ist etwas größer, wir müssen dann doch andersrum arbeiten. Jetzt ist natürlich der Kleber nicht überall da, wo er sein sollte. Also klebe ich die rechte Seite nochmal nach und beschwere dann Platten obendrauf, damit das Ganze, also damit der Kleber setzen kann. Ich habe mir ausgemessen, wie groß meine Aufleger sind, habe mir das Ganze auch notiert. Wo ist mein Zettel? Das heißt, meine Bibelseite ist 8,9 mal 13,4 cm und die Mattung, die ich mir jetzt zuschneide, weil ich den Abstand zwischen den beiden Stanzen einfach zu krass fand, zu groß, habe ich dann auf 9,2 mal 13,7 cm zugeschnitten. Das ist so ein Stück
Druckerpapier, nichts Besonderes, aber das fand ich jetzt besser. Ich schneide hier den überstehenden Rand ein bisschen ab, damit halt der Rahmen glatt ist und alles, was überschaute, brauchte ich nicht. Hier habe ich einen Millimeter jeweils noch gekürzt. Die Daten, die ich euch durchgegeben habe, sind aktuell. Das heißt, ich hatte erst etwas größer, aber da sah man vom Grün nicht mehr so viel. Deswegen habe ich das Ganze angepasst. Hier habe ich Distress-Stempelkissen in Vintage-Foto und einen Blending-Brush. Und ich färbe mir die Bibelseite in der Mitte so ein bisschen braun ein. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie die Karte am Ende aussieht, aber ich finde, dieses bisschen Braun im Hintergrund hebt das Ganze doch ein bisschen ab und fokussiert dann das Ganze am Ende. Ich benutze hier doppelseitiges Klebeband, auch vom Action, um das Ganze jetzt auf die weiße Mattung aufzukleben. Die Bibelseite ist sehr dünn. Ich habe mich beim ersten Aufsetzen ein bisschen vertan, habe dann gedreht und ein bisschen weiter mit dem Kopf über das Papier gehalten, damit ich sehe, wo ich anklebe, weil es ist beim Videodrehen gar nicht so einfach. Und jetzt verteile ich den flüssigen Kleber auf meinen Maschendrahtzaun mit Rahmen und setze halt immer so kleine Pünktchen. Ihr braucht davon echt nicht viel, nur halt, dass es halt überall auch ansetzt. Ein bisschen ist immer ganz gut. Und dann wieder Gewicht drauf und einfach trocknen lassen. Ich hatte es überlegt, nähe ich diese Karte, nähe ich sie nicht. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Und ja, habe mir dann ein paar Stanzen schon mal zurechtgelegt. Ich habe überlegt, was ich denn auf die Karte draufsetze. Da sind jetzt Stanzen vom Action, einmal ein Polaroid und Happy Birthday. Und das ist einmal so eine Hängepflanze, beziehungsweise die Elemente sind einzeln, die kann man zu einer Hängepflanze umgestalten. Und ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich dieses noch nie benutzt habe. Und jetzt heißt es einfach Fleißarbeit, alles Ganze ausstanzen. Hier habe ich auch wieder weißes Aquarellpapier vom Action verwendet, weil das irgendwie ja, erstens schon zum Einsatz kam, mein Maschendrahtzaun daraus gestanzt ist und ja, irgendwie finde ich das schön, wenn man gleiche Papiere wiederholt verwendet oder gleiche Farben. Das Happy Birthday habe ich zum Beispiel aus etwas anderem Grünton gestanzt. Ich habe mir einfach so ein Reststück Tonkarton genommen oder Fotokarton, den ich da hatte. Wie ihr seht, der ist irgendwie beim Schneiden mit der Cameo ein bisschen ja, angeschnitten. Ich hatte auch schon was draus gestanzt, aber wie gesagt, ich benutze meine Reste so lange, wie es möglich ist. Und man kann wirklich noch sehr viel aus Papier noch rausholen, wo man normalerweise das in die Tonne kloppen würde. Hier versuche ich das Ganze sauber rauszutrennen. Gerade der I-Punkt, den habe ich direkt schon gesichert und mir zur Seite gelegt, damit er nicht weggeht oder verloren geht, weil hinterher dieselbe Farbe wieder zu kriegen oder nur stanzen, nur wegen einem I-Punkt, das ist dann ärgerlich. Ja, da war er. Und für etwas mehr Dimension habe ich mir meine Reste genommen. Das ist überwiegend Karteikarte und habe dann halt noch mehrere Schichten Happy Birthday daraus gestanzt. Wie ihr seht, habe ich die Kamera zwischendurch angehalten und einfach außerhalb vom Videodrehen quasi den Rest noch gestanzt. Die Pflanzen, die habe ich euch ins Bild gehalten. Hier klebe ich das Ganze zusammen. Das heißt, ich schichte. Das Grüne wird quasi die oberste Schicht und auf der Rückseite klebe ich dann die ganzen weißen Karteikartenreste quasi drunter. In dem Fall sind es drei Schichten. Ich versuche halt die Form so weit wie möglich zu treffen und wie ihr seht, benutze ich hier nur Flüssigkleber. Es gibt auch doppelseitige Platten, die könnte man theoretisch auf das Papier vor dem Stanzen aufkleben. Da ich aber zum Beispiel sehr viel mit Resten arbeite, ist das für mich irgendwo auch Kleberverschwendung. Und mit Flüssigkleber kann ich dann schon ganz gut arbeiten. Danach wieder Gewicht drauf. Ich habe so Glasblöcke, die sind schon ziemlich schwer.
Und es braucht nicht lange, ein paar Minuten drauf liegen lassen und dann ist der Kleber gut runtergedrückt und verteilt und dann löst sich auch nichts mehr. Und das ganze Schichten zum Beispiel, das gibt so ein bisschen, ja, Chipboard-Effekt, kann man sagen. Das ist dann richtig feste Pappe und es verzieht sich dann nicht mehr. Gerade bei filigranen Stanzelementen. Viele sagen, ja, ich finde, es ist schwierig, damit umzugehen. Wenn ihr das mehrmals übereinander klebt, wird aus dem filigransten Element ein stabiles etwas, was ihr dann halt auf eure Karte oder euer Projekt oder wie auch immer verwenden könnt. Ich finde, also das hat mir schon YouTube sehr sozusagen gezeigt. Ich habe das auch bei anderen gesehen und gelernt und ich finde, das muss man einfach mal ausprobieren. Egal welche Stanze ihr gerade benutzt, einfach mehrmals ausstanzen, übereinander kleben und den Unterschied einfach vergleichen. Bei den Töpfen waren bei den oberen beiden noch so Prägestanzelemente in der Stanze sozusagen. Das heißt, ich habe die ausgestanzte Form wieder reingelegt und dann die Aussparung eingefärbt. Das ist so ein Dobber, den habe ich vom Action. Das war in einem Set mit Stempel, Kissen und Stencils dabei. Hier genau dasselbe. Ihr könnt halt eure Stanzen, wenn sie so Schlitze drin haben, auch als Schablonen verwenden. Hier habe ich die Blumen am Rand so ein bisschen mit Braun eingefärbt, allgemein, damit das halt alles ein bisschen stimmiger ist und ein bisschen mehr Dimension und Interesse hat. Ja, jetzt heißt es nur noch, wie drapiere ich das, wie klebe ich das aufeinander? Ich habe erstmal mit dem größten Element angefangen und habe erstmal den Topf quasi auf oder die Makramee, nennt sich das denn jetzt, auf den Topf, ne, Topf dahinter geklebt, wie auch immer. Und jetzt hantiere ich mit der Hängepflanze, mit der, das war irgendwie, ich wollte das dahinter haben, aber auch irgendwie, dass es zwischen dem Weißen ein bisschen hervorschaut und habe dann geguckt und rumprobiert. Das funktionierte alles nicht so wirklich. Dann habe ich mir eine Schere geschnappt und einfach eingeschnitten und das Ganze dann so weit runtergedrückt, dass das auch wirklich aussieht, als ob das ein einheitliches Bild ist. Und das, wo sich sozusagen die beiden treffen, die Pflanze und der Topf, habe ich dann so mit dem Flüssigkleber ein bisschen zusammengeklebt, wieder beschwert. Weiter geht es mit der zweiten Aufhängevorrichtung. Hab dann den zweitgroßen Topf dafür benutzt und ja, Kakteen würde ich sagen, Sukkulent, ich weiß nicht, irgendwie so eine Pflanze zusammengesetzt und das Ganze auch wieder dahinter geklebt. Ich wusste auch, dass ich meine Hängepflanzen aufhängen werde. Und die letzte, da war ich mir noch etwas unsicher. Ich habe das erstmal befestigt, habe dann geguckt, dass ich meine Karte wieder halbwegs zusammenbekomme. Das heißt, meine vorher vorbereitete Mattung samt Bibelseite und Maschendrahtzaun und Rahmen wird jetzt mit doppelseitigem Klebeband auf die grüne Mattung geklebt. Ich habe mit doppelseitigem Klebeband den Rahmen bezogen quasi die Rückseite und dann mit Flüssigkleber das Ganze überzogen, damit ich halt auch ein bisschen die Möglichkeit habe, es etwas noch zu bewegen, bevor es wirklich ansetzt. Und jetzt wird ein bisschen rumgespielt, wie ich dann das Ganze ein bisschen aufteile, weil bevor man etwas festklebt, sollte man lieber vorher wirklich sich sicher sein, wo was hinkommt. Hab doch den Polaroid-Rahmen noch etwas mit Braun eingefärbt und hier mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber das Ganze direkt aufgeklebt. Das ist auch, wie gesagt, aus Aquarellpapier, ist es relativ stabil. Auch hier könnte man eventuell mit mehreren Schichten arbeiten, aber ich wollte das halt nicht zu schwer haben. Hier habe ich braunes Negan. Ich habe das einfach um meine Fingerchen gewickelt und Schlaufen draus gemacht. Das habe ich jetzt insgesamt, glaube ich, dreimal auf der Karte wiederholt. Die ersten zwei liegen schon auf der Karte. Aus demselben Nähfaden habe ich mir auch jetzt ein Stück Faden abgeschnitten und
also quasi gebunden, doppelt gelegt und die Schlaufe dann durch die Hängepflanze gezogen. Das wird dann auf der Rückseite befestigt. Jetzt überlege ich, wie ich meinen Happy Birthday platziere, dass das halt auch alles wirklich auf der Karte Platz hat. Das ist doppelseitiges Klebeband mit Abstand, also Schaumklebeband, um genau zu sein. Hier habe ich Flüssigkleber auch auf das Stück Klebeband gesetzt und drumrum. Also es sollte etwas Abstand haben, aber nicht zu viel. Ist auch übrigens vom Action, das hat irgendwie einen Millimeter, glaube ich, Höhe. Das größte Element klebt schon auf der Karte und da habe ich mich entschieden, danach das Happy Birthday schon mal festzumachen. Fange mit Birthday an, weil nach unten hin habe ich halt etwas mehr Platz. Und jetzt noch das Happy, auch wieder mit Flüssigkleber. Jetzt platziere ich sogar die anderen vorher, um dann die Positionierung genauer abzupassen. Das Ganze beschweren. Hier auch wieder mit Schaumklebeband und Flüssigklebeband meine Topfpflanze in die Ecke links. Übrigens schneide ich das immer mit meiner beschichteten Schere zurecht. Kleber schneiden mit einer normalen Schere verklebt eure Schere ganz gerne. Und die beschichtete Schere, ja, die ist nicht, ich sag mal, resistent, aber es dauert viel, viel länger, bis die dann irgendwann nicht mehr vernünftig schneidet. Für alles andere benutze ich meine goldene Schere. Da habe ich noch ein bisschen mit der letzten Pflanze gespielt, habe geguckt, ob ich sie vielleicht noch irgendwo hinsetzen kann, habe dann aber mich dagegen entschieden. Mir ist aber auch eingefallen, ey, da war doch was, E-Pünktchen. Ich habe die alle an die Seite gelegt und schichte sie jetzt direkt auf der Karte. Das heißt, ich fange mit den drei Schichten weiß an und mit meinem ja, Stift mit Wachsspitze kann ich das Ganze präzise positionieren. Aufeinander, Stück Kleber und dann die nächste Schicht. Ich sollte auch eine 19 mit auf meine Karte packen. Es war eine Auftragskarte für meine Tochter, für ihre Freundin. Habe mich dann für die Buchstaben, nicht Buchstaben, für die Zahlen vom Action entschieden. Die sehen ein bisschen aus wie Luftballons. Die gab es vorletztes Jahr, ich weiß es nicht. Bevor ich die aus der Stanzform raushole, habe ich gedacht, ich bin mal schlau und klebe das mit Tesafilm schon vorher zurecht. Aber bei der 1 hat das überhaupt nichts gebracht. Bei der 9 fehlte nur ein einziges Elementchen, das konnte ich so ein bisschen rausdrücken und wieder dahin platzieren, wo es hingehört. Dadurch, dass da das Tesafilm schon hinter war, klebte das auch da rein. Das, was überstand, habe ich mit der Schere jetzt weggeschnitten. Ich hole auch die zwei Elemente für die 1 aus der Stanzform und platziere sie da, wo sie hingehören, drücke das Ganze ein bisschen fest. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, auch das können wir ein bisschen erhöhen. Das heißt, wieder Karteikartenreste zur Hand und das Ganze nochmal dreimal durchkurbeln. Da war mir dann auch egal, ob die Innenelemente drinnen bleiben oder nicht, weil die oberste Schicht habe ich ja schon, die ist ja aus Aquarellpapier gestanzt. Die darunter sieht man ja hinterher nicht und dann ist es auch nicht so tragisch, wenn die Innenelemente rausfallen. Ja, da seht ihr, wie so ein kleiner Papierbogen, Reststück Papier noch sehr gut zum Einsatz kommt. Ich platziere das so nah beieinander wie möglich, fixiere dann meine Stanzen, damit die beim Durchkurbeln sich nicht verschieben. Ja, hier schneide ich dann das, was ich nicht mehr brauche, weg. Das kommt in die Tonne und der Rest wird fürs nächste Projekt aufgehoben, weil man weiß ja nie, wie selbst so kleine Zahlen oder Buchstaben, irgendwas Kleines. Man braucht öfters irgendwas. Da kann man halt auch die Karteikartenreste noch sehr gut für verwenden. Und jetzt wieder Fleißarbeit, alles aufeinander schichten. Da müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr eure erste Schicht oben habt und alle anderen darunter klebt. Meistens könnt ihr das anhand der Struktur schon unterscheiden. Zumindest kann ich das ganz gut. Aquarellpapier ist halt etwas strukturierter, etwas fester und dicker. Und meine Karteikarte ist einfach nur schlicht blanko platt.
auch wieder mit Gewichten arbeiten, damit dann wirklich der Kleber vernünftig ansetzt. Also alle Schichten aufeinander kleben. Ihr müsst auch gucken, dass die Buchstaben, ja, Buchstaben sage ich immer, ne? Dass die Zahlen sich halt beim Aufeinanderschichten zusammenkleben nicht verschieben. Ab und zu neigt der flüssige Kleber ja schon dazu, dass er ein bisschen Spielraum überlässt. Deswegen immer schön fest andrücken und auch an den Kanten andrücken. Irgendwie habe ich mir überlegt, ich könnte ja noch was an Element noch hinzufügen auf meine Karte und habe hier aus laminierter Folie Banner rausgeholt und hier noch eine Stanze. Ich meine, das ist eine von, ich glaube, aus ganz, ganz früher noch irgendwo mal bestellt. Schneid mir Stück grünes Papier, was ich jetzt auch für die Buchstaben bzw. fürs Happy Birthday benutzt habe und stanze damit einen kleinen Tag. Erst dachte ich, platziere meine Zahlen oben rechts, habe mich aber am Ende natürlich dagegen entschieden. Natürlich, warum auch nicht? Auch wieder am Rand mit Braun und auch hier Faden durchziehen. Habe dann den Faden relativ lang gehabt und den habe ich dann um die Finger gewickelt und drumherum gewickelt. Das ist meine dritte Schlaufe für die Karte. Hier mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber habe ich dann das Ganze direkt auch schon. Wollte ich platzieren und habe mich dann sozusagen im letzten Moment dagegen entschieden. Nicht oben, sondern links. Dann ist sozusagen ja, das Auge fixiert sich ja meistens auf einen Punkt der Karte. Und bei mir sollte das irgendwie schon diese Pflanzen sein. Das ist so der Mittelpunkt. Und habe dann halt jetzt die Zahl da in der Nähe platziert. Mit den Folien habe ich so ein bisschen rumgespielt. Die sind halt in Form von Flaggen gestanzt und habe mich dann entschieden, die oben zu setzen und mit einem Tacker habe ich sie fixiert. Das, was überstand, habe ich jetzt mit der Schere weggeschnitten. Und tada, selbst die letzte Pflanze findet ihren Weg auf die Karte und auch wenn es halt nur ein Teil davon ist. Ich habe das halt ein bisschen gekürzt und hier schneide ich noch den Überschuss weg. Damit ist die Karte ja soweit fast fertig. Habe hier noch ein Stück Pappe zurechtgeschnitten, um meine Karte auf den Kartenrolling zu montieren. Man könnte hier natürlich auch mit Schaumklebeband arbeiten, aber irgendwie bin ich kein großer Fan. Für kleine Elemente ist das in Ordnung, aber wenn ihr wirklich flächig aufkleben wollt, ist natürlich eine gerade flache Fläche, wie zum Beispiel dünne Pappe, finde ich besser geeignet. Gibt dem Ganzen aber auch Stabilität. Und dann mit doppelseitigem Klebeband und wieder mit Flüssigkleber das Ganze dann auf die Karte montiert. Ich habe viele Pappreste vom Stempel, die hier nach Hause kommen, von irgendwelchen Blöcken, Papierblöcken, die hebe ich tatsächlich auf und benutze sie dann halt für sowas. Ich habe schon sehr viele Weihnachtskarten letztes Jahr gemacht und habe dann ganz viel von verbraucht, trotzdem irgendwie wird es nicht weniger. Der Kartenrolling vom Action, der wird irgendwie gepresst und da sind immer am Rand noch so kleine Schlaufen, die so ein bisschen überschauen. Das finde ich nicht so schön, deswegen schneide ich sie mit der Schere immer ab. Aber dafür sind die Kartenrollinge unheimlich günstig. Also ihr könnt eigentlich nichts falsch machen damit. Dann habe ich mich entschieden, ein paar transparente Pailletten als Deko-Elemente zu setzen, damit das halt nicht zu sehr vom Design ablenkt. Hab dann erst den Kleber gesetzt, den doppelseitigen Kleber, also kleine Pünktchen und dann mit meinem Werkzeug dann das Ganze hinplatziert, wo ich hin wollte. Hab hier meine grünen Schmucksteine, Tütchen rausgekramt und mich tatsächlich dann für die Nouveau Drops entschieden. Das sind die Vintage Drops in Regency Green, glaube ich, heißt das. Mit englischen Wörtern ist es manchmal so schwierig. Auf jeden Fall ist es ein matter, grüner oder dunkelgrüner, ich würde fast schon sagen, so Tannenbaumgrün. Hier hantiere ich mit dem Skalpell, um die Drops, die ich ja vorher schon angefertigt habe, zu lösen und platziere sie dann mit meinem Wachsstift. Als Ergänzung habe ich hier noch ganz kleine 2 mm kleine Schmucksteine.
Das ist auch ein relativ helles Grün, glaube ich, was ich dann genommen habe, oder? Dunkelgrün. Auf jeden Fall 2 mm Schmucksteine. Ja, und das war's. Die Karte ist fertig. Kein Kolorieren, eigentlich überwiegend einfärben und Elemente, die man gestanzt hat, zusammenfügen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.